geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Freunde, heute machen wir hier in der 5 Millionen Euro 030 Villa eine Hide-and-Seek-Challenge. Der Gewinner, der als letztes gefunden wird oder halt auch nicht gefunden wird, bekommt saftige 2000 Euro. Ich habe ein paar Special Guests am Start. Ich würde sagen, die stellen wir vor. Jonas Ems, a.k.a. der Versteckerer. Im Kindergarten wurde er nie gefunden. Ich glaube, er wollte auch nicht gefunden werden. Alpay Santi, a.k.a. Lütfi. Dieser Typ hat sich einmal 6 Monate versteckt. Tamantra, a.k.a. Zami, ich bin Zami. Ihr Lebensmotto. Hey, ich bin Zami und Walla, ich bin den Hübschen von uns. Levin Ray, a.k.a. Find Machine. Was er alles schon so in seinem Leben gefunden hat, hat niemand anderes. Fatty Hollywood, a.k.a. The Rock. Dieser Typ ist so eiskalt. 2000 Euro sind für ihn Peanuts. Damit wäscht er sich sein Po ab. Jetzt habt ihr gesehen, wer heute alles mitmacht. Jeder hat seine Cam. Ich würde sagen, ihr habt 5 Minuten Zeit. Also ihr könnt euch überall verstecken, im ganzen Haus. 5 Minuten habt ihr Zeit. Danach habe ich dann 5 Minuten Zeit, euch zu suchen. Let's go. Okay, Freunde, wir gehen jetzt einfach mal raus. Okay, wir haben 5 Minuten Zeit, um uns jetzt zu verstecken. Ja, aber wir gehen. Wollen wir jetzt weiter verstecken? Junge, ich habe nicht mal viel Zeit eigentlich. Ich mache mit dir diesen Rotz jetzt hier. Bin sehr, sehr gespannt, wo die dann nachher sein werden. Nicht beide, wir gehen nicht beide. Doch, wir gehen beide. Doch, wir können das nicht machen. Ich mach so, dass du dich hier richtig versteckst, okay? Ich mach so, dass es nicht auffällt. Wir laufen jetzt einfach mal hier ein kleines Ründchen. Mach einen kleinen Spaziergang. Das ist gut, glaub ich. Das ist recht gut. Geht doch euch verstecken. Okay, das ist so unauffällig, wow. Das ist perfekt, Bro. Ich schwöre, es ist perfekt. Okay, Leute, ich glaube, ich gehe runter. Noch ein Kissen hier auf deinen Kopf. Ja, Bro, bleib da. Im Hide and Seek bin ich wirklich ungeschlagen, ohne Scheiß. Ich bin ein richtig, richtig guter Verstecker und ich bin ein richtig, richtig guter Sucher. Du gehst echt gar nicht auf, ich schwöre. Das schlechteste Versteck ever. Ich werde das Beste haben. Auf meiner Kamera sieht man einfach fast verdammt gar nichts. Was ist hier in dieser Tür? Upstairs-Kamera. Ja, ist mega auffällig, nur da wird man im Ersten nachgucken. Boah, hier riecht so nach Alkohol. Was ist denn hier? Oh mein Gott, das ist ehrenlos. Ihr wisst ja, auf Zeitdruck ist das manchmal immer ein bisschen anders. Aber ich glaube trotzdem, in 5 Minuten werde ich locker jeden von denen finden. Das, Leute, das wäre nicht eine richtige Aufnahme. Gehen wir runter, oder? Wieso? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ey, ist mein Versteck gut? Wo bist du? Unterm Bett. Ey, das ist echt nicht schlecht. Ist ehrlich gut? Ja, ich würde sagen, ist gut. Es ist so eklig, es ist so viel Staub hier unten. Leute, ich habe mich jetzt hier unter der Treppe versteckt. Ich zeige euch mal kurz mein Versteck. Hier unter der Treppe ist hier so ein kleiner Space. Es ist zwar einfach, aber es könnte funktionieren. Und ich glaube dran. Was ist dann? Ich muss gucken, was in diesem Raum ist. Ah, hier ist die Garage. Ja, okay, aber ist mega auffällig. Freunde, ihr müsst ja wissen, es ist ja auch ein Riesenvorteil für mich, weil ich mich in diesem Haus richtig gut auskenne. Zum Beispiel die Samantha und der Jonas, die kennen sich eben nicht so gut aus. Scheiße. Ich verpetz dich. Ich habe das Versteck direkt neben der Couch. Da sind sein Kissen und sowas alles reingepackt. Immer gespannt, ob er mich findet. Weißt du, wo du dich verstecken kannst? Da ist noch ein Raum. Also wenn du da reingehst und nochmal rechts. Es ist direkt todesgruselig, Alter. Wenn das Licht aus ist. Scheiße, ich glaube, ich gehe hier notfalls rein. Aber ich werde erstmal nochmal woanders gucken. Ey, man guckt aber, glaube ich, auch echt nicht unter das Bett hier, weil das ist so tief. Okay, ich glaube, ich habe noch ungefähr 1 Minute Zeit. Das ist echt ein zeitlicher Struggle jetzt gerade. Scheiße. Du hast einfach keine Zeit mehr. Ich habe übrigens eine leichte Stauballergie. Ich muss weg. Und Jonas ist immer noch am Struggeln. Ich höre ihn immer noch reden. Jonas, er läuft schon zum 20. Mal runter. Die Zeit rennt. Okay, Freunde, die letzte Minute, dann fange ich an zu suchen. Die sind wahrscheinlich alle mega im Stress gerade und laufen rum. Okay, Jonas hat sich jetzt hier im Nebenraum versteckt. Scheiße. Ich muss hier in diesen Karton einsteigen einfach. Die letzten 10 Sekunden. Ich kann gucken, ob ich die Kartons hier vernünftig stapeln kann, dass man es nicht sieht. 3, 2, 1. Jetzt beginnt die Schlacht. Ich habe mein Handy vergessen, deswegen kann ich kein Licht machen, aber ich bin jetzt im Karton. Ich glaube, mein Versteck ist doch nicht so gut, wie ich dachte. Ich gebe denen mal ganz kurz das Signal. Ich klingel hier. Okay, Leute, jetzt geht's los. Jetzt kommt das Monster. Das heißt, die hören jetzt da drin, dass ich anfange mit Suchen. Warum klingelt's? Und ich stelle auch hier den Timer auf 5 Minuten. Let's go. Okay, wir gehen erstmal draußen eine Runde. Okay, hier ist schon mal niemand. Mein Gott, er rennt vor. Wir haben hier eine Gartenhütte, einfach keiner ist hier drin. Das ist das beste Versteck. Okay, weiter, weiter, weiter. Der Garten sieht schon mal relativ clean aus. Okay, let's go.
Okay, okay, okay. Hier scheint auch clean zu sein. Er ist vorbeigelaufen an uns. Gehen wir mal hier rein. Ist hier irgendwer? Okay, hier ist wirklich keiner. Wir gehen weiter, Freunde. Hier. Auch niemand. Hä? Er sucht uns. Okay, okay, okay. In den Schränken. Auch niemand. Auch niemand. Auf dem Klo. Auch niemand. Ey, das setzt sich ultra unter Druck jetzt gerade. Oh mein Gott, er rastet zu aus. Ich hab eine coole Hölle, Leute. Er sucht so hart nach uns, als wäre er so ein Kannibal. Okay, hier. Auch niemand? Hier vielleicht? What the fuck? Auch niemand? Scheiße, wie viel Zeit habe ich überhaupt noch? Ich habe Angst vor dem Moment, wenn die Treppen runterläuft und es macht. Noch 3 Minuten, was? Was? Wir gehen hoch. Wir gehen hoch. Erstmal gucken, was hier abgeht. Der ist wieder hochgelaufen. Er ist wieder hochgerannt. Er ist wieder hochgerannt. Keiner hier? What the fuck? Sind die alle unten oder was? Hier drin ist ja wohl keiner, oder? Da würde ja nie jemand reingehen, oder? Die Zeit läuft ab. Hier ist es echt unbequem. Ohne Witz. Ich sitze auf dem Boden. Es ist ultra unbequem hier. Okay, wir gehen runter, Freunde. Abstellraum. Hä? Auch keiner? Bin ich lost? Bin ich lost? Hier? Hier? Auch keiner? Hä? Ist genau neben mir im Raum. Okay, das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Schauen wir mal in die Garage rein. Hä? Ich habe noch niemand gefunden. Wie schlecht bin ich denn? Freunde, ich schwöre. Das kann doch nicht sein. Das kannst du doch keinem erzählen. Aber mal no joke. Ich habe doch jetzt alles abgesucht. Ich habe noch keine einzige Person. Wisst ihr, wie deprimierend das gerade ist? Oh mein Gott, ich hab die erste Person! Ja! Scheiße! Die erste Person wurde gefunden. Ich wurde gefunden. Das auch noch als erster, Leute. Wie ja, schlecht. Mann, ja, Mann. Richtig und richtig. Ey, ich muss weitersuchen. Es ist ultra unbequem hier. Hier ist auch keiner? What the fuck? Er hat Jonas nicht gefunden in der Abstellkammer. Und mich auch nicht. Dieser Nichtsnutz. Langsam tut mir alles weh. Alles tut mir langsam weh. Scheiße. Die letzte Minute einfach. Das kann's doch nicht sein. What the fuck, wo sind die denn alle? Hier sind unsere. Ah! Nummer 2! Noch letzte Minute! Der gefallene Bruder. Hier vielleicht noch hinter den Kisten irgendjemand? Ja! Ja! Jonas hat einfach gewonnen, oder was? Der wird Jonas niemals finden. Nein, er hat mich auch. Jonas hat einfach gewonnen. Ich glaube, sie haben mich. Sie haben mich immer noch nicht gefunden. Jonas ist der Winner. Warte, eigentlich habe ich noch 30 Sekunden. Alter, du hast noch 30 Sekunden. Ja, 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 30 Sekunden. Oh nein, er wird mich finden. Jonas, renn weg. 20, 19. Das ist so unrealistisch, dass er hier ist. Warum schaue ich hier überhaupt? Ich glaube, ich hab's. Was steht denn da unten in der Einfahrt? Was ein Versager, ich hab's euch gesagt. Das war's, Freunde! Hab ich gewonnen? Jonas hat einfach gewonnen. Jonas ist so ein Biest. Jetzt will ich aber wissen, wo der ist. Hab ich gewonnen? Wo war der? Ich bin gespannt, wo er überhaupt drin war. Schau mal, ich bin gerade seiner Mütze da. Was? Hey, hast du hier nicht reingeguckt? Doch, aber ich dachte niemals, dass du im Karton chillst. Oh mein Gott, im Karton. Wild. Klar. Ja, hab ich jetzt 2000 Euro gemacht. Du hast 2000 Euro gemacht. Ja, Freunde, das war's mit dem Hide-and-Seek hier in der 030 Villa. Man muss wirklich ehrlich sagen, es waren auf jeden Fall schon sehr, sehr krasse Verstecke. Und Jonas, mein Bester, er hat gewonnen. Ein Applaus. 2000 Euro, endlich. Hab ich sie. Und du weißt schon, dass du mein bester Freund bist. Aber eigentlich sind wir doch alle. Für ein paar hundert Euro werde ich auch dein bester Freund. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Checkt auf jeden Fall die Social Medias der Gäste aus. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und in dem Sinne würde ich sagen, Samantha, du hast das Schlusswort. Tschüss.